Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von NerdDerby.de. Ich bin der Conny und wir spielen hier weiter Klaustrophobia. Ich hatte ja letztes Mal hier aufgehört. Und, müssen wir mal ganz kurz gucken. Oh, das sind auf jeden Fall bessere Schuhe. Dann ziehen wir die auch gleich mal an. Es gab inzwischen einen Patch auf die Version 1.0.6. Gibt ein paar Neuigkeiten. Hier unten diese Buttons wurden eingeführt, hier für den Skill Tree. Das ging bisher über die Tab-Taste. Das Optionsmenü kann man jetzt auch über so einen Hotkey einfügen. Und vor allem Helligkeit ist neu. Also ihr seht, dass Gegenstände hier ein bisschen die Lichtverhältnisse nochmal verändern. Das ist alles jetzt neu hinzugekommen. Es gibt auch die Neuerung, dass eben bestimmte Monster nicht alle gleichzeitig die Runde ausführen, sondern dass ein Monster nach dem anderen eben da seinen Schritt geht. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch machen können. Ja, es gibt übrigens auch einen neuen Hotkey in dem Ganzen. Und zwar, wenn man einfach nur eine Runde überspringen will, um zum Beispiel Health Points aufzuladen, dann kann man auch ganz einfach die R-Taste drücken. Dann geht das auch ohne Probleme. Was mir auffällt, ist, dass ich ein bisschen Probleme habe mit der WASD-Steuerung. Also, dass es hier immer wieder mal hängt. Und das war davor eigentlich nicht so. Vielleicht ist das dem Update geschuldet, aber da kann man ja sicherlich nochmal irgendwie gucken. So, erstmal hier diesen Schleim besiegen. Boah, das Schwert brauchen wir nicht. Level 3 Pony und Level 3 Untoter. Das sind ja beides Fernkämpfer. Hätte ich jetzt nicht erwartet, okay. Oh, das wird noch schwieriger. Da werde ich erstmal lieber was essen. 14 Runden lang werde ich geheilt. Das dürfte ich dann gut überleben jetzt. Gut. Ein wenig Gold immerhin. 6 Gold. Was ist das? Okay, irgendwas Unidentifiziertes. Mhm, okay, gut. Nehme ich mal mit, wer weiß, wofür das am Ende gut ist. So, dann gucken wir mal weiter. Hier ist ein Ring, der die Intelligenz erhöht um 3. Tja, Intelligenz oder Agility. Ich nehme den erstmal mit. Huh. Tja, gute Frage, ne? Beim Mage Spells. Also solange ich hier nicht auf Zaubern aus bin, lasse ich erstmal den Ring hier im Inventar, würde ich sagen. Ach übrigens, mir ist aufgefallen, dass leider beim Aufnehmen hier der Bildschirm etwas beschnitten ist, sodass ihr hier nicht mein gesamtes Inventar sehen könnt. Das ist dem Umstand geschuldet, dass das Spiel eigentlich eine Auflösung derzeit von oder ein Seitenverhältnis von 4:3 besitzt und dementsprechend zerrt das dann etwas, aber ich fand es dann trotzdem schöner, als dann irgendwie dieses 4:3 zu besitzen. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Hier ist also so ein Shopping Room. Wir haben 201 Gold. Das ist aber ganz schön überteuert, was es hier gibt, ja. Also, muss man schon mal sagen. Ah, der Ring? Nee. Da ist irgendwie jetzt nichts dabei, das mich... Oh, das ist natürlich schon schick. Einmal Armor und einmal 5 Intelligence. Gut. Also eher so ein bisschen wieder, wenn man auf Magie aus ist. Dann kann man hier vielleicht mal zuschlagen. Was kosten die? 1800. Ja, kann ich mir alles nicht leisten im Moment, ja. Das ist natürlich hier gerade für mich witzlos. Aber irgendwann wird es dann soweit sein. Oh, der Hut ist schick. Vor allem ist der nicht nur schick. Der besitzt hier Fähigkeiten 1 und 2. 1, 4, 6. Der ist stark. Den werde ich gleich mal anziehen. Wo ist er? Hier ist er. Ja, die Farben muss ich irgendwie auch mal irgendwie durchlesen. Ich habe da nichts auf der Seite gefunden, was davon magisch ist, was davon selten ist. Und
Oh weh. Da muss ich mich jetzt irgendwie auch nochmal essenstechnisch bedienen. Puh, Level 4. Ich habe 2 Talent Points. Jetzt muss ich mal gucken. Gut, Intelligence Tree gibt's noch nicht. Jo, dann nehmen wir hier den noch und... Ah, hier habe ich einen aktiven Skill und was ist das? Fire Assault. Ah ja, Gift und Feuerschaden haben sie auch verlängert in diesem neuen Patch 1.0.6. Erstmal lesen. Lay a burning trap on the floor and watch everything burn. Ist natürlich nicht schlecht, eine Feuerfalle. Okay. Und hiermit kann man Gegner 3 Runden lang unschädlich machen. Ja, oder gehe ich lieber auf die Stärke? Nee, ich habe, glaube ich, Bock auf diese Feuer, oder? Ja, ich nehme hier diese Falle. So, dann sind die Points auch aufgebraucht. Hier ein bisschen Crafting. Okay. Wobei schaffe ich den, wenn ich... Das funktioniert offenbar. Aber wie nutze ich eigentlich jetzt meinen aktiven Skill? Ist es das? Ach, nee. Nee, habe ich hier irgendwo vielleicht diesen Skill, den ich aktiv irgendwie anwenden kann? Offenbar nicht. Okay. Gut. Hä, was habe ich denn jetzt genommen? Mini-Stunt. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Verstehe ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Zombie ist Mini-Stunt. Ich habe doch gar nicht so eine Fähigkeit ausgewählt. Den Zauberstab brauche ich nicht. Essen nehme ich aber mit. Oh, Schwert ist auch okay. Crafting Station. Was passiert, wenn ich hier ein Schwert reinlege? Gepaart mit... Mit irgendwas, mit irgendeinem Ring oder so. Er ist natürlich schwierig, ja, wenn man nicht weiß, was die jeweiligen Gegenstände können. Wie verkaufe ich die überhaupt nochmal? Ich bilde mir ein. Nee, damit rüste ich aus. Nee, ich weiß nicht, wie ich die verkaufe. Ich dachte, Shift irgendwie, Shift irgendwas so rum. Eins, dann können wir das, glaube ich, mal wegwerfen. Ich bekomme das nicht weggeworfen. Gut, also jetzt bin ich natürlich selber ein bisschen dämlich und bekomme das alles nicht so hin. Ah, okay. So. Ach. Mitten in die Feuerfalle, die hält jetzt hier 22 Runden an. Ne. Shit. Jetzt hoffen wir, dass wir das überleben irgendwie. Oh oh, das werde ich nicht überleben. Habe ich noch was zu essen? Nee. Doch, 50 Health. Gerade noch so. Das wäre es sonst nämlich gewesen. Okay, alles überlebt. Jetzt drücke ich mal ein paar Mal die R-Taste, damit überspringe ich eine Runde und heile mich aber auch ein bisschen, wie ihr sehen könnt. Gut, das können wir noch ein bisschen fortsetzen hier. Ich
Ich muss mich da oben nicht hineinbegeben mit irgendwelchen Level 5 Monstern und selbst habe ich irgendwie... So, ich glaube, das ist in Ordnung jetzt. Hier ist eine Falle. Ein Redman Level 5 und eine Spinne Level 4 sind da oben. Gut, dieser Redman, den habe ich problemlos hinbekommen. So, die Spinne war auch kein Ding. Oh! Das sieht nett aus. Arme 3, Arme 4. Ja, sieht aber ein bisschen schicker aus, ne? Habe ich es jetzt verkauft? Ne, ich habe es in der Hand, okay. Ich nehme das. So. Wir haben ja schon ein bisschen was erkundet hier. Die lustige Ratte wird auch noch platt gemacht. Klick, 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 klick. Na komm. Wieso treffe ich nicht? Oh nee. Nun gut. 249. Ich habe zu hoch gepokert mit der blöden Ratte. Das soll's für dieses Mal gewesen sein. Ich bin der Conny von Nerd Derby. Und wir spielen das nächste Mal dann also wieder von vorne. Klaustrophobia. Danke fürs Zugucken. Bis dann.